Klappe, die 20. Ich bin auf dem Buch. Boah, das ist ganz schwer, das ist nicht fair. Ach so. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen heute mal, wie gut wir uns noch kennen. Das Spiel heißt, wie gut kennst du dein Gegenüber? Neben wem saß ich in der Kabine? Kurz vor der Ecke saßt du. Ich meine, es war zu der einen Seite Eugen Polanski, auf der anderen Seite Steve. Kasper Bögelund, glaube ich. Fast. Okay, fast. Und Heimi? Eine Zeit lang. Heimi ist aber ganz vorne. Ja, ja. Kasper war sicher und Steve kann sein. Heimi ist das ganz Steve, vorne, ja. Glaube ich, ja. Gut, da wir die Lösung eh nicht kennen. Aber jetzt bei mir. Stimmt schon. Wenn ich ihn jetzt anrufen würde, würde er rangehen. Wenn du jetzt anrufen würdest, wenn, dann würde ich jetzt sofort das nur mit Kasper. Meinst du? Nee. Ob er seine Nummer noch hat, können wir testen. Gut, dass ich mein Handy dabei habe. Ob er aber noch eine solche Nummer hat. Es klingelt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber welcome to the voicemail service. Hat gelesen, Marco Marin auf Rot. Ganz schade. Sitzt gerade im Flieger, glaube ich. Was wolltest du dein Gegenüber immer mal fragen? Was wolltest du immer mal wissen von mir? Jetzt kommt's raus. Ach, da gibt's so viele Sachen. Aber du kannst uns allen mal erklären, wie du es geschafft hast, immer so schöne Flanken aus dem Lauf zu schlagen. Wenn ich das wüsste. Es waren, ich glaube, zwei Dinge. A, dass ich stundenlang das geübt habe und B, weil es im Grunde genommen mein Schlüssel war. Mein Schlüssel zum Spiel gehörte so ein bisschen. So viele Assists gegeben. Und ja. Aber was ich dich immer mal fragen wollte ist, wir hatten eine Begegnung nach unserer gemeinsamen Zeit. Da war ich in der zweiten Liga und du bei Bremen in der ersten Liga. Und da haben wir ein Halbfinale gespielt gegeneinander. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Warum hattest du keine Gnade? Warum musstest du das so gut spielen? Ah, das Tor war schon besonders. Verdammt. Hat uns aber nicht viel gebracht. Im Finale sind wir dann auf die Bayern gestoßen. Das war ein schönes Spiel. Habe ich euch auch gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wer so gut spielt, der hat es auch verdient. Was war das schönste Tor von mir für Borussia? Das schönste Tor von dir für Borussia? In welchem Spiel? Ich gebe dir einen Tipp. Es war in der Nähe von Frankfurt, weil ich als Ex-Eintracht Frankfurt-Spieler mag diesen Verein nicht so sehr. Ein hohes Ergebnis. Haben wir da zusammen? Ich glaube schon. Kickers Offenbach. Vielleicht nicht das Schönste, aber ein besonderes für mich. Besonderes für dich, okay. Ja, da haben wir hoch gewonnen, ja. Ja. 6-1, glaube ich, haben wir da gewonnen. 6-1, ja. Dein schönstes Tor, musst du uns verraten. Das war in der Allianz Arena im Pokalspiel gegen Bayern. Da haben wir 3-1 verloren. Ich habe einen Anschlusstreffer noch gemacht. Das war, glaube ich, mein schönstes Tor. So viele waren es ja auch nicht. Also, bei weitem nicht so viele, wie Marco geschossen hat. Ich habe auch nicht so viele gemacht. Mehr Vorlagen. Was war der Spitzname deines Gegenübers in der Kabine? Also mein Spitzname in der Kabine. Immer noch. Jenga. Ja, ach Mann. Aber so ein Spitzname, ja, so wie wir dich genannt haben. Ja. Jenga ist immer noch aktuell, aber so ein Spitzname meint wie so ein... Was andere, wie bei dir, so. Messinio oder was? Nee, so. Bei mir. Ah, Jenga ist. Jenga ist immer.
Auch in anderen Vereinen? Überall. Nur überall. Überall. Immer gleich. Wo lebe ich jetzt? Boah, das ist ganz schwer. Das ist nicht fair. Bei mir da mitzukommen. Ich weiß, dass du zurück nach Roter Stern gegangen bist. Also gehe ich davon aus, du lebst in Belgrad. Sehr gut. Sehr gut. Und du lebst wahrscheinlich noch hier irgendwo in der Nähe. Sehr gut. Sehr gut. Wo? Ist auch richtig. Ja. Rauschenburg. Rauschenburg. Ja. Sehr gut. Oh, wann haben wir uns zum letzten Mal gesehen? Bevor wir uns jetzt wieder gesehen haben. Lange her. Doch, das war das Halbfinale gegen Bremen. Nach dem Spiel, danach haben wir nicht mehr gegen Bremen. Nee. Halbfinale, FC Augsburg, Werder Bremen. Und dann bist du in die große, weite Welt hinaus. Und ich zurück in die Bundesliga. Nicht wegwerfen. Jetzt können wir es ja sagen. Welche witzige Anekdote haben wir noch nie öffentlich erzählt? Ich bin offenes Buch. Da gibt's wirklich. So lustige gab's gar nicht. Ist klar. Da, nein, also zu der Zeit waren wir ganz ruhig. Nein, waren wir ruhig. Ich glaube, eine kann ich erzählen. Das war in einem Heimspiel. Ich glaube, da bist du nach vorne gelaufen mit dem Ball. Ja, hast wieder eins deiner unwiderstehlichen Dribblings angesetzt. Wurdest gefoult. Die ganze Tribüne hat auch gepfiffen. Und im Zurücklaufen habe ich nur Sascha Rösler rufen hören. Jetzt steh auf! Okay, das ist nicht nur einmal passiert. Das stimmt. Jetzt steh auf, Marco! Aber es war ein klares Foul. Es war ein Foul. Sicher. 100%. 100%. Ja. Also es gab, wenn es kein Foul gewesen wäre, dann wäre es ein Tor. Also von daher, es muss ein Foul gewesen sein.